Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy 15. Mahlzeiten beim Zelten, das wollen wir alles gar nicht wissen, das wissen wir nämlich alles schon. Ja, wir haben jetzt irgendwie eine Aufgabe nach der anderen für den guten Dino hier gemacht, der mir momentan zumindest immer sympathischer wird. Wir machen nochmal eine Aufgabe hier, in der Hoffnung, dass wir dadurch nochmal stärker werden. Das wäre natürlich ziemlich cool. Die Aufgabe nehmen wir jetzt nochmal mit auf. Und ja, wenn das halt immer das Gleiche ist und immer nach dem gleichen Muster abläuft, dann werde ich das offline einfach mal weitermachen und dann die Aufgaben nicht alle aufnehmen. Ihr wisst ja jetzt mittlerweile, wie es abläuft. Er gibt uns die Aufgabe, dass wir irgendeinen Edelstein besorgen sollen und er macht uns daraus halt Armreife oder Halsbänder, wollte ich gerade sagen. Armreife oder ich weiß es nicht mehr, irgendwelche Bänder. Nanu? Ihr kommt ja wie gerufen. Ja, wir mir waren auch nie weg. Gutes. Dann weißt du also sicher schon, was ich jetzt sagen will. Geht's um Rohedelsteine? Genau. Wir zwei werden noch richtig dicke Kumpel. Ja, also wenn die Belohnung dafür so gut ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, kein Thema. Dann mache ich das immer wieder gerne. Auch wenn natürlich die Gegner nicht die leichtesten sind. Eine echte Freundschaft fürs Leben, was? Er behandelt dich wie seinesgleichen. So spricht man doch nicht mit einem Prinzen. Das musst du gerade sagen. Haben die jetzt über mich gelästert? Ich dachte eigentlich, die reden gerade über Dino. Entschuldigung, Madame, ich muss mal eben hier durch. Es sind so viele Leute jetzt hier auf dem Steg. Geht ja mal gar nicht. So. Ja, ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Ich meine, es ist natürlich, oder es wäre natürlich ganz cool, wenn wir uns alle dementsprechend verstärken könnten. Also sprich, wenn ich da immer mal wieder diese Aufgaben machen könnte, bevor es halt eben weitergeht. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Fertigkeiten der Kategorie Erkundung helfen zu mehr FP. Ja, das ist auch alles schön und gut, aber ich habe leider keine Punkte dafür. So, das automatische Fahren natürlich zum Aufgabenziel. 9 Minuten. Steht da irgendwas vom Level? Steht nichts drin. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Ich hoffe, das sind jetzt keine echten 9 Minuten, sonst drehe ich durch. Hintern tut weh. Ja, das glaube ich. Ich glaube, ich habe es laufen verlernt. Das waren jetzt ungelogen reale 10 Minuten, die wir jetzt hier verbracht haben, nur mit Hin- und Hergefahren. Was ihr zum Glück nicht mitbekommen habt. Allerdings verstehe ich nicht, warum wir jetzt so früh aussteigen. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie jetzt hier wieder auf die Straße draufkommen. Diese Idioten da. Das ist ja eine ewige Rennerei. Also das schneide ich. Echt angenehm. Ja, das stimmt. Schneide ich auf jeden Fall raus, damit ihr nicht die ganze Rumlauferei hier mitbekommen müsst. Ich glaube, ich habe genug von der freien Natur. Ich auch. Ich will ein Dach über dem Kopf und ein Bett. Ich denke, das haben wir uns verdient. Okay, das ist irgendwas.
was nicht sehr freundlich aussieht. Und ich komme hier nirgendwo hinweg. Vorwärts! Ja. Dann lasst uns mal suchen, was Dino braucht. Nockt! Da oben! Feinde! Danke! Nee, schon wieder die Idioten. Die gehen mir so auf den Sack, ne? Das haben die echt so scheiße gemacht in den Spielen, ja? Ein Glück, alle da. Was für ein Schmarrn. Hasta la vista. Aua. Geht das noch? Oh, was haben wir denn jetzt hier angezogen? Hilfe. Ist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Hallo. Achso, der ist schon kaputt. Wieso habe ich jetzt mein Leben verloren, nur weil ich die angegriffen habe? Yep. Hallo, was soll das? Oh, beweg dich bloß nicht. Scheint, als wäre Konto vergiftet. Ganz toll. Hey, du kämpfst hier nicht ganz alleine. Sag uns, was wir tun sollen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe das ja vorher schon nicht hinbekommen. Okay, also ich nehme Schaden, wenn ich ihn angreife. Das ist schlecht. Gut, das war's. Das war's? Oh. Ich dachte, das ist jetzt hier so eine Rieseneinheit. Och nee, jetzt wird es nicht schon ernsthaft schon wieder dunkel, oder? Ein rosa Vier müssen wir finden. Könnte ich schon wieder kotzen. Die haben uns jetzt schon wieder so lange hier aufgehalten, dass ich jetzt schon wieder nichts mehr sehe. Vor allen Dingen ist dieses Scheinwerferlicht, das ist so grell, dass man irgendwie nichts sieht. Könnte sein, dass da oben was ist, aber da komme ich nicht hin. Lass mich doch mal mit diesen dämlichen Fischen in Ruhe. Och, das sind die jetzt nicht schon wieder, ne? Ja, ich finde hier gerade, ehrlich gesagt, überhaupt nichts im Dunkeln. Ich will mal eben... Karte... Ich werde erstmal zur letzten Unterkunft reisen, weil... Wie gesagt, ich finde es nervig. Ich kann im Dunkeln nicht vernünftig gucken. Dieser Scheinwerfer ist so dermaßen grell eingestellt, dass ich da dann auch nicht wirklich viel sehen kann, was vor mir ist. Und ich vermute, ich muss da hochspringen. Wenn ich da aber eine falsche Bewegung mache, dann knall ich da wahrscheinlich runter und bin tot oder so. Ich weiß es nicht. Deswegen werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal kurz übernachten und danach dann am nächsten Tag wieder dahin reisen. Das ist jetzt ja ein bisschen einfacher. Ich meine, die Vollidioten, die kommen wahrscheinlich auch wieder, nehme ich mal stark an. Aber dann sehe ich zumindest ein bisschen mehr, wo ich eigentlich hin muss.
So. Ab ins Bett. Klingt gut. Und man hat den Vorteil, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass man eben doppelte XP bekommt, wenn man übernachtet, ne? Hier, XP mal 1,2, das war das. Und das ist mir dann natürlich auch sehr wichtig. Das ist mal ein schönes Bild. Das nehmen wir auf jeden Fall an. Das hat er doch gut gemacht. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. Das nehmen wir auch mal. Ja. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt. Es ist ziemlich dunkel, aber ansonsten ist das auch nicht schlecht. Oh, sieht da böse drauf aus. Ja, das jetzt nicht so. Okay. So. Ach man, wieso klicke ich immer erst das Falsche? Dann gehen wir jetzt zurück zum Wagen. Und hoffen mal, dass wir dann wenigstens wieder was sehen können gleich. Wenn ich nicht weiß, wo ich hinlaufe und immer im Kreis laufe, ist das halt scheiße. Ganz schön frisch. Allerdings. Dann soll er die schießen, verdammt. Hoffentlich klart das noch auf. Ja. So, hier sind wir bei diesen komischen Bienenviechern runtergesprungen, glaube ich. Zumindest kommen da jetzt wieder welche. Widerwärtig. Hallo, darf ich noch was sehen? Stimmt ja, du hast Insekten. Hey Noct, über dir. Och nee, ey. Aber war mir irgendwie klar, dass die Idioten jetzt auch wieder kommen. So, es muss aber doch eine Möglichkeit geben, hier hochzukommen. Ich vermute nämlich mal, dass man da hoch muss. Kann man hier rum. Ah, man kann hier rum. Rechts von dir. Ja, weiß ich. Kann er sich mal umdrehen? Mehrere Feinde. Danke. Die Jagdsaison ist eröffnet. Komm mit dir. Genau, alles im grünen Bereich, kein Thema.
Ich bin zwar gleich tot, aber sonst alles im grünen Bereich. Was war das jetzt gerade? Viecher sind aber schnell. Wie sieht's da drüben aus? Es wäre ganz schön, wenn du angreifen würdest mit der Angriffstaste, Junge. Hallo? Okay. Ich komm klar. Weiter geht's. Sag mir bitte, dass die jetzt dieses Ding hier bewacht haben, weil das ist, was wir brauchen. Jetzt müssen wir das danke. Nur noch abliefern. Perfekt. Ja, nur noch ist gut. Die Frage ist jetzt, die Vollidioten, die stehen ja auch hier, ne? Dann würde ich sagen, ich teleportiere mich mal zum Auto. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich da überhaupt hochkomme. Weil ich bin da ja so runtergesprungen und ich hatte da nicht gesehen, dass man da irgendwo wieder hochklettern kann. Wahrscheinlich warten die jetzt im Auto auf mich. Ja, oder auch nicht. Perfekt. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. Ich hoffe nur, wir kommen dann noch wieder an. Heil angekommen. Ach, tut gut, mal nicht töten zu müssen. So, da steht jetzt nämlich nichts von Kosten. Ja, doch, für 100 Gil, okay. Aber das ist mir jetzt auch egal, weil ich denke, dass es so einfach sehr viel besser geht. Warum ist das Bild jetzt drin? Ich hoffe, der Wagen wird zu mir gebracht und nicht zur Werkstatt. Nein, wir sind zur Werkstatt geholt worden. Das finde ich jetzt aber gar nicht nett von euch, Jungs. Geht mir mal aus dem Weg hier. Ja, das Ursprüngliche, was ich eigentlich damit bewirken wollte, war, weil der Tank sowieso nicht mehr bis nach Hause gereicht hätte, dass wir den abschleppen zu dem Zielpunkt, wo wir gerade waren. So. Was aber offensichtlich nicht ganz geklappt hat, sondern wir sind jetzt wieder fertig. Bei der Werkstatt. Was natürlich saubere ziemlich Arbeit, blöd was? Ist. Aber dafür ist der Wagen jetzt wenigstens wieder vollgetankt. Das ist auch schon mal was Positives. Und ich hoffe... Lasst nichts liegen. Okay. Ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr so ein langes Ziel ist von 9 Minuten, sondern dass wir... Ich meine, da kommen wir ja sowieso jetzt auf jeden Fall super an. Ja, 3 Minuten ungefähr. Das geht. Also ich lasse den jetzt erstmal dahin automatisch weiterfahren. Ich habe übrigens eine Funktion entdeckt. Das wollte ich euch auch noch eben gezeigt haben. Das kann ich ja beim Fahren kurz machen. Und zwar habe ich mal so ein bisschen die Knöpfe gedrückt. Mit F4 könnt ihr die AU ausschalten. Leider werden die Ziele trotzdem angezeigt. Aber ich sag mal, wenn man zum Beispiel jetzt vom fahrenden Auto mal einen Screenshot machen möchte, dann ja, sieht das trotzdem wunderbar aus, wenn man jetzt nicht gerade das Ziel so im Blick hat. Wobei jetzt... Achso, doch, jetzt ist das Ziel einfach nur weiter nach links. Also einfach F4 drücken... Und dann F12 halt, um die Steam-internen Screenshots zu aktivieren. Also sprich, einen Screenshot zu machen. Und dann habt ihr wunderbare Bilder. Ihr könnt es euch selbst einstellen. Ich habe die ganze Zeit danach gesucht und es nicht gefunden. Aber jetzt habe ich es halt rausgefunden. Und das wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen. Falls ihr auch so eine Funktion vermisst habt, so wie ich die ganze Zeit, so könnt ihr das machen. Ich werde das Ganze dann noch ein bisschen abkürzen und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Wir sind da. Gut. So, perfekt. Ich meine, klar, so haben wir ein bisschen mehr Gel ausgegeben. Das auf jeden Fall. Aber wir können jetzt hier nochmal voll tanken.
Ihr seht ja, wir haben jetzt hier auch wieder ein ganzes Stück ausgegeben für die Strecke, aber wir hatten vorher schon fast zwei Drittel leer und das Problem ist halt, ja, dann können wir nicht mit einem Drittel wieder die komplette Strecke zurückfahren. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, dann werde ich einfach für 100 Gil mal eben den Wagen abholen lassen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er dann nach hier abgeholt wird, was ich nicht wusste, dass er dann zur Tankstelle geht. Ich habe es mir schon denken können, aber naja, ich habe es halt nicht hundertprozentig gewusst. Haben wir jetzt auch mal ausprobiert. So what? Ich meine, aus Erfahrung lernt man zum einen und zum anderen, muss ich ja dazu sagen, ja, ich weiß, Junge, du hast wieder keine Ausdauer mehr. Ignoriere bitte die Katze. Die muss sterben, weil du nicht angeln kannst. Weil die scheiß Fische zu blöd sind anzubeißen. Darum geht es. Willkommen am Galdien Kai. Ja, schon wieder neue Fotos. Das finde ich auch ganz toll. Obwohl, nee, das sind immer noch die gleichen Fotos, sehe ich gerade. Mal sehen, was ist. Ich esse gar nichts. Wir brauchen weder was zu essen noch was zu trinken. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Tja, das haben wir ihn jetzt schon so oft gefragt, aber er hat es nie gemacht. Wahrscheinlich will er einfach nur weiterhin cool aussehen. Oh Mann, perfekt. Echt vielen Dank. Oh, bei euch alles klar? Das fragt man eigentlich zuerst. Ah, euch passiert doch nichts. Ihr tragt schließlich meine Accessoires. Wie auch immer. Hier, bitte. Wie gewohnt natürlich auch diesmal. Alles von Hand gefertigt. Könnt euch echt glücklich schätzen. Also, schaut mal wieder vorbei. Saphirarmband. So, dann schauen wir mal eben nach. Ausrüstung. Armband. Saphir-Armband. Macht eine Stärke von 45. Das ist nochmal 5 mehr als vorher. Ich meine, das sind zwar alles nur kleine Schritte, aber ganz ehrlich, es ist schon ein Unterschied. Ne? Also irgendwann wird man es merken, denke ich mal. So, da muss ich jetzt mal eben schauen. Irgendeiner von denen... Carbonreif. Reif ist, glaube ich, Lebenspunkte, ne? Genau. Brauchen die die Lebenspunkte? Ich... weiß es ehrlich gesagt nicht. Er hat auf jeden Fall eine Zweitwaffe. Er hat auch eine Zweitwaffe. Der hat auch nur den Reif. Und er hat, ja, dann machen wir das doch so. Er hat das Amethyst-Armband. Das wechseln wir mal. Das ist nämlich nur 35 gegen das Helidor-Armband. Und Eisenreif, glaube ich. Ja, Eisenreif müsste das Beste sein. Dann legen wir den anderen das nämlich an. Wenn die soweit sind. Okay, dann mache ich jetzt hier nochmal einen kleinen Cut. Ich werde auf jeden Fall auch weiterhin noch Aufgaben annehmen von Dino, damit ich die ganze Truppe hier mit guten Armbändern ausrüsten kann. Und ja, muss ich mal schauen, ob der dann irgendwann ein Ende findet oder auch nicht. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Also wenn er ein Ende findet, schon. Aber wenn er kein Ende... findet, dann werden wir es wahrscheinlich nie erfahren. Aber ich werde es trotzdem offline mal machen, dass ich hier immer mal wieder vorbeischaue oder vielleicht mal mich einen Tag dran setze und so lange spiele, um zu gucken, wie weit er noch geht. Ich dachte gerade, ihm ist schlecht hier im Hintergrund. Und das werde ich aber jetzt nicht mehr alles für euch aufnehmen, weil so wie es aussieht, ist es halt wirklich immer das Gleiche. Schick dich an einen Ort, da muss man dann halt entsprechend einen Edelstein finden. Und wenn er aufwendige Gerichte kocht. Ja. Ist ja auch okay. Aber wir haben ja bisher leider keinen Campingpunkt mehr gefunden. Bin pappsatt. Ja. Also wie gesagt, das werde ich offline machen. Hier noch ein bisschen leveln. Und dann sehen wir uns mit der Hauptstory definitiv beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.